Selbst Astro hat das so noch nicht kommuniziert. Finde ich ein bisschen schade, aber ich sage euch, um was es geht. Hey, Dr. Doxed am Start mit einer neuen Folge. Heute habe ich endlich von euch das heiß ersehnte Headset, das von Astro, das A20. Ihr kennt mich, wir machen nicht nur das A20, sondern wir holen uns auch gleich das A50 her und vergleichen die Unterschiede. Das ist hier das Mittelklasse-Ding und wir gucken, kann es mit dem A50 mithalten, wo sind hier die Vorteile, wo sind hier eventuell die Nachteile. An dieser Stelle ein Dank einmal an Astro, die haben mir das A20 zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, wie immer, der alte Stock. Und auch ein Dank an Rox Games, denn die haben mir das A50 für die heutige Sendung zur Verfügung gestellt. Und hiermit habe ich die Möglichkeit, komplett ein Versus zu drehen, die zwei Headsets gegeneinander anzutreten. Für die, die das noch nicht wussten, Rox Games ist der offizielle Astro-Partner in Deutschland und ist sowohl für eure Fragen zu den gesamten Astro-Headsets als auch zu den zwei Headsets der Bezugspartner. Weitere Infos wie immer in der Beschreibung und ich würde sagen, wir lassen die zwei jetzt gegeneinander antreten. Im ersten Step schauen wir uns den Inhalt an. Wir gucken, okay, was wird mitgeliefert, wo ist die Haptik, wo ist die Optik und, und. Dann wechseln wir ins andere Behandlungszimmer. Dort wird das Ganze an der Xbox One X komplett getestet, an der PlayStation 4 Pro getestet und zum Schluss kriegt ihr von mir auf jeden Fall ein Fazit und meine persönliche neutrale Meinung zu hören. A20, gucken wir mal rein. Ich bin gespannt, wir hatten damals das A50 zu Besuch bei mir in der Sendung und haben es uns damals schon echt intensiv angeschaut und ich bin mega gespannt jetzt auf dem A20er, denn das A20er ist so diese Mittelklasse, also das Zwischending zwischen dem A40, dem A50 und soll auch viel, viel weiter sein als das A10, was ja auch schon mal bei mir in der Sendung zu Besuch war. Da verlinke ich euch auch nochmal die Links jeweils zu den Videos, könnt ihr euch noch ein bisschen Input reinholen. Was wird mitgeliefert? Wir haben ganz normal die Gebrauchsanleitung, wie wir die ganz normal halt auch von Astro kennen. Es werden hier zwei Micro-USB-Kabel mitgeliefert. Okay. So, und hier haben wir schon einmal das Headset. Eine Station. Ein optisches Kabel. Das A20 gibt es in vier verschiedenen Ausführungen. Das ist hier die blaue Ausführung, die PlayStation-Ausführung. Es gibt dann noch eine grüne Ausführung. Die grüne Ausführung ist dann für die Xbox. Und dann gibt es noch zwei Call of Duty-Ausführungen mit verschiedenen Style, Design und so weiter. Ich möchte wissen, ob bei der A20er-Version es möglich ist, wenn man das Headset kauft, es sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation zu nutzen. Wir wussten ja, bei der A50 ist es so, dass wir diese Dogging-Station benötigen. Das hat etwas mit dem Signal zu tun. Aber ich bin mal gespannt, wie es ist und ob es einen Unterschied macht oder ob wir das gleiche Signal nutzen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es auf jeden Fall dann später herausfinden. Beim A20 ist es so, wir haben hier das Mikrofon. Das ist auch hier komplett anpassbar, langes. Soll das gleiche Mikrofon sein wie beim A50, das sehen wir auch dann. Ansonsten haben wir auch hier die Verstellmöglichkeit. Okay, ansonsten, das ist jetzt kein Plastik, ein Metallbügel. Das ist ja schon mal was, Metallbügel. Hier oben haben wir keine Stoffummantelung, dennoch weich für den Kopf eine Polsterung. Und hier im Innenbereich haben wir hier Stoffbezüge. Okay, setzen wir mal das Ganze auf. Sitzt angenehm, kann man nichts sagen. Hier, Mikrofon, die Ohren, meine Ohren sind komplett drin. Ich habe, weiß nicht, das Gefühl, dass es ein bisschen größer ist als das A10er. Okay, könnte aber auch die ähnliche Größe sein. Ich finde es in Ordnung. Auf jeden Fall nicht zu klein. Finde ich perfekt. Hier haben wir den Powerknopf und hier haben wir den Equalizer-Knopf. Hier haben wir verschiedene Profile, die wir am PC einrichten können. Laut Astro auf das Headset gespeichert werden können und dann können wir hier einfach uns durchschalten. Das müssen wir dann ausprobieren. Wir haben hier dann den Lautstärke-Regler. Einmal für Voice und einmal für Game. Bedeutet, wir können hier direkt am Headset den Voice, also den Chat-Sound und den Game-Sound komplett trennen. Das ist gut. Und das Schöne ist, das Headset ist komplett kabellos. Wir haben hier nämlich
eine mitgelieferte Station. Die ist natürlich viel kleiner wie vom A50, das schauen wir uns gleich nochmal an. Die ist klein. Bei der COD-Version haben wir hier nochmal das COD-Logo. Ansonsten haben wir hier den optischen Eingang. Hier haben wir den Anschluss, damit das kleine Teil Strom bekommt. Das heißt, das wird dann diese beiden Stecker an eure Konsole angeschlossen. Auch wieder hier wichtig, bei der PlayStation 4 Slim haben wir keinen optischen Ausgang. Hier gibt es einen Splitter. Ich setze diesen euch wieder in die Beschreibung. Den könnt ihr nochmal nachlesen, kaufen. Ich habe viele Patienten, die für die A50er-Version den Splitter benutzen und sagen, es ist auf jeden Fall ausreichend. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Headset aufzuladen. Das ist jetzt keine Dogging-Station zum Aufladen, sondern nein, wir benutzen ein Micro-USB-Kabel, entweder Steckdose an der Konsole oder direkt hier in diesem kleinen mitgelieferten Adapter. Dann hier der Umschaltknopf für PlayStation 4 oder PC. Okay, deswegen haben wir zwei Micro-USB-Kabel und natürlich dann auch hier optisches Kabel. Jetzt holen wir uns mal den großen Bruder, den A50, her. Oh, heute hier. Okay. Oh. Ich habe schon lange kein A50 mehr ausgepackt. Legt ihr auch Gott zum Euch jetzt. Dieser große Bruder. Wow. Hier haben wir das A50 von sehr vielen Gamern geliebt und heiß begehrt. Klar, ein ganz anderer Lieferumfang, aber auch hier das Kabel für den optischen Ausgang. Auch hier die Gebrauchsanleitung. Auch hier ein Micro-USB-Kabel, weil wir hier eine Dongle-Station haben. Und hier kommt natürlich der riesengroße Unterschied. Die Dockingstation ist natürlich viel, viel größer. Wir haben hier auch diesen optischen Ausgang und Eingang, AUX-Eingang, USB-Port-Anschluss und hier natürlich dann die Ladefunktionsmöglichkeiten, Display und so weiter und so fort. Das bietet natürlich die kleine Version nicht an. Dennoch gibt es Gamer, das hat mir Astro damals im persönlichen Gespräch auf der Gamescom auch gesagt, die haben es halt einfach verschlafen. Die haben ein Ferrari auf den Markt gebracht, also ein Luxus-Headset, haben aber das Einsteiger-Headset, das A10, da haben sie sich nicht drum gekümmert. Und das Mittelklasse-Ding, den A20, hatten die auch nicht. Das heißt, die haben jetzt ein Einsteigergerät, das A10er, das A20er, das Mittelklasse-Ding. Dann haben wir nochmal das A40, A50, Mixamp und. Mixamp. Wir haben hier eine verbaute Mixamp. Das haben wir natürlich beim A20er nicht. Dennoch ist aber auch der Preis ein riesengroßer Unterschied, denn das Headset kostet fast doppelt so viel, bei manchen Händlern sogar fast dreimal so viel. Natürlich bietet es aber halt auch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten an. Wie gesagt, das Mikrofon soll identisch sein, das testen wir auch noch. Hier können wir auch den Game Sound, den Chat Sound und so weiter verändern. Hier haben wir auch eine Mixamp, die können wir auch nochmal individualisieren und anpassen. Und Astro sagt selber, wir haben ja hier einen besonderen Astro Sound. Das ist halt einfach diese Einzigartigkeit, die Astro hat. Aus diesem Grund bieten sie einfach diesen genialen Sound an. Und die sagen selbst, die haben in das A20 geschafft, auch diesen Astro Sound mit einzubauen, dass hier auch ein richtig geiler Sound herrscht. Also weder Stereo, weder virtuell, weder 7.1, sondern eher der Astro Sound. So sagen wir das selber über sich. Müssen wir mal schauen. Hier ist es auf jeden Fall offiziell ein 7.1 virtueller Sound. Also ein Unterschied müssen wir mal später dann gleich im Test nochmal reinhören, wie er sich unterscheidet. Beide haben bis zu 9 Meter Reichweite. Beide haben laut Astro bis zu 15 Stunden Akkustabilität. Also ihr könnt auf jeden Fall eine Session ohne Probleme spielen. Das ist auf jeden Fall ähnlich. Die Qualität ist gleich, wir haben hier diese Metallbügel, die ein bisschen typisch Astro-Feeling zaubern. Aber auch hier haben wir natürlich die Polsterung. Diese ist hier aus Stoff, dennoch lässt sie sich austauschen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Man kann sich verschiedene Kits kaufen, sowohl außerhalb die Platten tauschen, als auch innen die Polsterung. Diese Möglichkeiten gibt es. Haben wir natürlich beim A20 nicht diese Funktion, aber dafür ist natürlich der Preis viel kleiner. Abgehen kann man nicht wechseln, nein, aber trotzdem schaut es schön aus. Die Abdeckung kann man hier auch nicht ändern, nein, kann man nicht. Das war jetzt mal so eine Übersicht. Viel wichtiger ist natürlich das Aussehen, natürlich die Funktionen, das ist das eine. Das sind die eigenen Vorlieben hier einfach gefragt. Viel wichtiger ist einfach,
Wie verhält sich der Sound? Wo ist hier der Unterschied? Und den teste ich jetzt mit euch, für euch, und ich melde mich da auf jeden Fall mit einem Fazit zurück. Zurück zum Fazit. Ich habe das A20 und das A50er getestet. Wichtig jetzt mal zum A20 von Astro. Wichtige Punkte, die irgendwie so nicht kommuniziert werden. Keiner das in irgendeinem Video berichtet. Nicht mal in irgendeinem Beitrag wird das gepostet. Und selbst Astro hat das so noch nicht kommuniziert. Finde ich ein bisschen schade, aber ich sage euch, um was es geht. Wichtig für die Slim-Besitzer. Wir haben den kleinen Transmitter. Vorteil beim A20er, wenn wir dieses an der Konsole anschließen, wird das Ganze auch von der PlayStation erkannt und wir können es auch benutzen. Wichtig ist aber eins, man kann aber nicht die volle Leistung benutzen, weil es ist wirklich für diesen optischen Ausgang ausgelegt. Wir müssen den linearen PCM benutzen, wir müssen alle Dolby Surround-fähigen Einstellungen komplett deaktivieren, also alle Häkchen raus und den Sound dann auch wirklich hauptsächlich auf den Chat-Sound legen. Dann sendet der optische Ausgang das Signal an das Headset und erst dann können wir auch den Spielsound und den Audio-Sound trennen. Bedeutet, die Slim-Besitzer haben diese Möglichkeit nicht. Bedeutet, wenn ihr euch heute das A20 erkauft, könnt ihr den Spielsound nicht trennen. Das muss euch bewusst sein. Natürlich können wir hier ausweichen über einen HDMI-Splitter, aber ob sich dann nicht gleich das A50er lohnt, dann würde ich eher schon zum A50er greifen, weil der Splitter kostet ja auch sein Geld. Aber spätestens da, wenn ihr einen Slim habt, braucht ihr auch hier wiederum einen Splitter. Also, hier müsst ihr das euch überlegen. Die aber eine PlayStation 4 Pro besitzen oder die Standard-Edition können ganz normal den Splitter benutzen und anstecken. Und hier merkt man wirklich, sobald der einfach den optischen Ausgang benutzt, merkt man einfach wirklich hier, wie dieser kleine Transmitter diesen typischen Audio-Sound, diesen typischen Astro-Sound wiedergibt. Immer noch ein Stereo-Headset, also es ist kein virtuelles 7.1-Headset. Trotzdem hat man durch diesen kleinen Transmitter so ein bisschen mehr Power. Und natürlich auch einen Raumklang. Also es hört sich wirklich gut an. Also hier war ich sehr positiv überrascht. Ich habe dann sogar das Platinum-Headset angeschlossen und gemerkt, wow, das kann dann mit dem Platinum-Headset mithalten. Natürlich punktet das Platinum-Headset von Sony mit diesen Profilen für die Games, aber ganz ehrlich unter uns, bis jetzt gibt es nur leider so wenig Profile für das Platinum-Headset. Die Frage, die ich mir stelle, okay, wo ist dann der Unterschied vom A20er auf A50er? Das A20er? Auch wie beim A50er funktioniert nicht auf der Xbox. Okay. Braucht man hier auch entweder einen eigenen Transmitter oder ein komplett eigenes Headset mit Transmitter separat nur für die Konsole. Also man kann es nicht auf beiden Plattformen benutzen. Dann ist mir aufgefallen, beim A20er hat man so ein kleines Rauschen im Mikrofon. Durch dieses eigene Controlling, was man hat, wenn man spricht, dass man sich selber hört. Aber selbst das lässt sich ausschalten. Okay. Auch kein Kritikpunkt und stört beim Spielen nicht. Die paar Störgeräusche, die man so im Menü hat, hat man im Spiel nicht. Okay, stört auch nicht. Aber wo ist dann das A50er trotzdem besser? Hier ist es wirklich so, dass der Transmitter einfach einen geilen Sound mit sich bringt vom A50er. Wir haben hier diesen Dolby Surround, diesen virtuellen Surround Sound, der über das A50er uns einfach zur Verfügung steht. Selbst hier ist mir aber aufgefallen in den letzten Monaten, nicht bei jedem Spiel klingt es so geil. Also manchmal schalte ich diesen auch ab, weil ich sage, ist mir irgendwie so ein bisschen zu künstlich, zu übertrieben. Aber auch der ausgeschaltete Modus hört sich halt trotzdem kraftvoller und besser an als jetzt zum Beispiel beim A20er. Dennoch ist das A20er richtig gut, denn es schlägt wirklich auch das Platinum-Headset durch das Mikrofon. An dieser Stelle ein Dank an Servan. Ich habe ihn einfach mal hier überrascht in einer Party. Ich bin einfach so einer Party auf der PlayStation gejoint und wir haben gemeinsam das Mikrofon getestet und ihm ist kein Unterschied aufgefallen zwischen dem A50er Headset und dem A20er Headset. Also das Mikrofon ist tatsächlich 1:1 eigentlich gleich. Ihm ist nichts aufgefallen und vielen Dank für deine Zeit und für die Unterstützung. Im Großen und Ganzen ist der Komfort echt identisch. Wir haben hier wirklich keinen großen Unterschied. Die Ohrmuscheln sind auch fast gleich groß, wenn dann ist es wirklich nur ein minimaler Unterschied, den man so nicht merkt. Natürlich kann man beim A50er alles austauschen, das habe ich euch ja auch gezeigt, die Unterschiede kennt ihr soweit. Es ist wirklich der Sound, die Ladefunktion, die Mix-Amp, die einfach bei dem A50er besser ist, aber für die, die sagen, Mist, was soll ich mir kaufen und ich habe nicht so viel Geld, A20 lohnt sich definitiv für den Preis und macht verdammt Spaß mit diesem Headset zu spielen. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir eure Meinung, welches Headset findet ihr persönlich besser? A50, A20 oder nutzt ein anderes, wo ihr sagt, das ist unschlagbar. Denkt an Facebook, Instagram, da findet ihr euren Dog. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Dog.